Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem alten Stubenformat. Heute suchen wir ein Tier, welches normalerweise in trockenen Gebieten lebt. Heute gibt es ja so circa 20 Arten davon und sie gehören zu den Wühlern. Ja, wir Menschen halten sie normalerweise in Käfigen und in diesem Käfig befindet sich oft ein Laufrad. Wenn ihr die Antwort wisst, dann schickt uns einfach eure Lösung und eure Anschrift an die gleich eingeblendete E-Mail-Adresse. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.